Jo, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir wollen noch mal weiter Wing Command lernen, oder? Würde ich meinen. Immer noch dasselbe. Bisschen Wartezeit mit den Videos, aber naja. Nehmen wir erstmal hin. Ist es, was Sie wollten? Es war keine Zeit, es während der Aufzeichnung zu überprüfen. Leider reicht das noch nicht aus, um die Konföderierten für bestimmte Ereignisse verantwortlich machen zu können. Es gibt ungewöhnliche Bewegungen der Konföderierten und kodierte Meldungen. Für deren Entschlüsselung brauche ich noch etwas. Aber es gibt auch ganz normalen Funkverkehr. Sodass nichts Auffälliges zu erkennen ist. Uns bleibt kaum mehr Zeit. Falls der Rat dafür stimmt, den Krieg zu beginnen, wird das noch mehr Piloten das Leben kosten. Wie wär gebannt. Das wäre scheiße, ne? ENIAC. Trübsalblasen oder was? Was meinen Sie, ENIAC? Können Sie einen anständigen Kaffee machen? Es waren nur ein paar Spiele. Es war Zufall, dass ich einen Trumpf nach dem anderen hatte. Er hat gegeben, meistens jedenfalls. ENIAC. Sie sind ein Idiot. Ich weiß. Wenn ich bloß nicht so damit geprahlt hätte. Das war falsch. Es war für ihn wie ein Schlag ins Gesicht. Das habe ich nicht gemeint. Denken Sie, er hat seinen Lebenswillen verloren, nur weil Sie ihn im Kartenspiel besiegt haben? Es war zum ersten Mal. Ist der schlecht. Ja. Ja. Das ist ein Depp. Mann. Ja. Bei der Version quasi auf DVD gepatcht auf Deutsch ohne GOG. Wüsste ich, wie ich das ans Laufen bekomme. Allerdings geht es leider nicht mit der GOG-Version. Jedenfalls noch nicht. Ich werde da nochmal gucken und will hoffen, dass ich es vielleicht noch auf die Kette kriege, weil wäre cool, weil dann der Workflow ein bisschen flüssiger ist. Weil schneiden fände ich jetzt nur für so wenige Sekunden ziemlich affig, weil das ein ziemlicher Aufwand ist. Und Stück spielen, dann ein bisschen was rendern und wieder was hochladen, ist sowieso schon aufwendig genug. Und wenn ich jetzt hier noch anfange zu basteln zwischendurch, dann komme ich ja zu gar nichts. Das ist ja halt recht gut spielbar, ne? Ja. So, ab in die nächste Mission hier. Was gibt's denn, Eisen? Kommt jetzt meine lang ersehnte Mission, ja? Wir haben ein SOS-Signal empfangen. Von einem Konvoi, der sämtliche Grenzweltenschiffe in der Nähe um Hilfe anruft. Also ich weiß nicht, was sie dort erwartet, wenn sie dorthin fliegen. Darum seien sie wachsam. Tja, der Konvoi verändert immer wieder seine Position. Wahrscheinlich versucht er vor dem, was ihm Schwierigkeiten macht, zu fliehen. Der letzte bekannte Standort war hier. Bei diesen Koordinaten. Bringen Sie diesen Konvoi in den Schutz unseres Schiffes, Colonel. Ja, Sir. Jo. Schade, dass man hier nicht weiter in die Hellcat fliegen kann, weil eigentlich haben wir sie ja mitgenommen gehabt. Pass auf, dass nicht gebaut. Schief geht. Diese Mission sollte kinderleicht sein. Bleibt mir ja nur das Teil hier eigentlich. Ab geht die Reise. Katzen. Stopp! Bitte nicht auf uns schießen! Wir brauchen unbedingt Ihre Hilfe! Ah! Sie sind es, das Herz des Tigers! Guten Tag, Colonel! Mein alter Feind! Können Sie die Vorurteile, die Sie bereits ein Leben lang haben, beiseite schieben? Das sind wohl die Feinde, die wir erwartet haben. Wir legen unser Schicksal in Ihre Hand, Colonel. Das ist so episch. Lösen und feuern! Die werden wünschen, dass sie nie geboren wurden.
Weil diese Story irgendwie, sag ich mal, so wie ich, ist das ein epischer Moment. Ich werde mal versuchen, den Schwierigkeitsgrad mal wieder anzuheben, weil sonst wäre es irgendwie vielleicht doch zu easy. Ist Maniac das mit seinen Raketenreserve oder? Doch kein Flügelmann auswählen in dieser Mission, ne? Jetzt bin ich in der Hölle wieder! Jetzt bin ich in der Hölle wieder! Da kommt aber ordentlich was nach hier. Ja. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Abgeschlossen. Oh, wo ist er denn? Schadensmeldung geben! Keine Schäden! Schadensmeldung geben! Schwere Schäden, Herz des Tigers! Das ist so episch. Aber einen haben sie erwischt, normalerweise fliegt ja mal einer mehr mit. Landeerlaubnis. Gute Arbeit, Colonel. Captain Eisen hat bereits mit dem Shinta der Kilrathi geredet. Er oder es plant jetzt an Bord zu kommen. Sie können landen. Das ist episch. Einfach episch. So, ich würde gerne mal wissen, warum meine Maus so empfindlich ist hier bei diesem Spiel. Das habe ich ja noch nie gehabt. Irgendwie. Boah. Hat man bei diesem GOG-Gefusche da ganz schön Mist verzapft. Ach so, ja, hier geht's ja jetzt weiter. Hohe Auflösung ist gut und schön, aber teilweise ist das echt verzapft. Ah, Colonel! Ich brauche Sie wohl nicht miteinander bekannt zu machen. Es freut mich, Sie wiederzusehen, Colonel. Wer hätte gedacht, dass sich unsere Wege erneut kreuzen? Das Weltall ist klein. Ich bedauere nur, dass diese schrecklichen Umstände daran schuld sind, dass wir uns begegnen. Seit wir gezwungen waren, vor Ihnen zu kapitulieren, Colonel, haben wir Kilrathi alles versucht, um den Frieden mit den Erdlingen zu bewahren. Melek und sein Konvoi bitten bis zu ihrem neuen Heimatsystem um Geleitschutz. Wir wurden in den letzten 48 Stunden von unbekannten Streitkräften angegriffen. Er brachte uns die Kopie des DR-Logs seiner Schiffe. Das muss die Waffe sein, die in Hellespont eingesetzt wurde. Das denke ich auch. Sehen Sie? Das kommt mir sehr bekannt vor. Ja, mir auch. Als ich vor ein paar Jahren anfing, kam ein neuer Pilot auf mein Schiff. Er ist der einzige Mann im All, der diesen Trick beherrscht. Wie heißt er? Er wurde bald versetzt zum Geheimdienst der Konföderation. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber sein Codename war Cedar. Ich könnte in der konföderierten Datenbank nachsehen. Nein, das hätte keinen Sinn. Wenn die Jungs vom Geheimdienst eine Identität wahren wollen, dann schaffen sie das auch. Sie sprachen damals über ein GO-Programm. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich wünschte, ich könnte das Schwein vor mein Visier kriegen. Nichts für ungut, aber mit dem sollten sie sich nicht anlegen. Er ist eine Spitzenkraft. Melek, ich würde die Aufzeichnung gern behalten. Das und die Daten, die wir beide gesammelt und entschlüsselt haben. Müssten uns eigentlich reichen. Wir haben weniger als eine Woche bis zur Abstimmung im Rat. Wir treffen uns in 10 Minuten hier wieder. Es wird Zeit, aktiv zu werden.
Dass die Kacke mächtig am Dampfen. Würde ich meinen. Das geht mal gar nicht. Das hätte ich nie im Leben geglaubt. All die Jahre, die vielen Missionen. Ich hatte 7 Jahre lang nur ein Ziel, Kirathi zu töten. Und jetzt helfen wir unseren ehemaligen Feinden. Verstehen Sie mich nicht falsch, Sir. In meiner Jugend wünschte ich mir nichts mehr, als gegen die Kirathi zu kämpfen. Glauben Sie, dass Captain Eisens Entscheidung richtig war? Sehe ich aus, als ob ich allwissend bin? Weiß den Jungen zurecht. Ja, aber... Werd mal erwachsen. Pfeife. Cat Scratch. Wissen Sie, was einen wahren Krieger von einem Killer unterscheidet? Der Krieger tötet nur, wenn er provoziert wird. Und was ist für einen Krieger wichtig? Notleidenden zu helfen, egal wer oder was sie sind. Passend zur Asylkrise. Oder so. Wir springen bald in das Pasqual-System. Dort werden Sie sicher sein. Wie Sie ja wissen, Colonel, haben wir Kirathi unsere gesamten Kriegsraumschiffe verschrottet. Gemäß den Bedingungen unseres Abkommens mit der Konföderation. Wir haben deshalb keine Möglichkeit mehr, uns zu verteidigen. Wir werden Sie beschützen. Wieso wird jetzt schon wieder ein Krieg gegen uns geführt? Meine Rasse stellt doch für euch wirklich keine Gefahr mehr dar. Was geschah mit den Erdlingen? Wollten sie nicht verzeihen und vergessen? Viele von uns wollen das immer noch. Bitte vergeben Sie mir, Colonel. Ich wollte nicht den Mann kritisieren, dem ich eigentlich danken sollte. Ich wünschte, ich könnte Ihnen für Ihre selbstlose Hilfe einen Gefallen erweisen, Colonel. Sehen Sie es als Revanche, Malek. Was bedeutet dieses Wort, Revanche? Das Wort, es bedeutet, eine Hand wäscht die andere. Vor einigen Jahren war ich ihr Gefangener. Sie ließen mich frei. Meine damalige Entscheidung habe ich noch nie bereut. Das waren noch Zeiten. Es gibt doch etwas, was Sie tun könnten und was für uns eine große Hilfe wäre. Die 2 Schiffe, die uns angegriffen haben, benutzten eine Tarnung. Ja, richtig. Die Kirathi waren uns, was die Tarnung anbelangt, immer einen Schritt voraus. Also, falls jemand unter ihren Leuten ist, der darin Erfahrung hat, wäre mein Chefmechaniker glücklich, mit ihm zu reden. Sie schlagen mir eine sogenannte Hightech-Revanche vor? Gut, ich bin damit einverstanden, Colonel. Vielen Dank, Malek. Ja, wird das doch noch was mit der Tarnung vielleicht. Wäre ja nicht schlecht. Sehr gut. Sie haben also meinen Rat befolgt und sich aufs Ohr gelegt. Tja, hat mir gut getan. Hören Sie, ich werde mich bei dieser Kirathi-Entwicklungshilfe nicht besonders engagieren. Ich halte es für Zeitverschwendung. Ich habe diese Biester immer bekämpft. Ich halte es immer noch für das Beste, sie zum Teufel zu schicken. Er hat's nicht verstanden. Ganz schön verbittert. Hawk, ich erwarte so eine Einstellung von jemandem wie Cat Scratch, aber nicht von einem Piloten mit Ihrer Erfahrung. Haben Sie noch nicht genug Leid gesehen? Doch, aber auf der falschen Seite.
Das war jetzt mehr oder minder die verkehrte Entscheidung, meine ich zu wissen. Deswegen lade ich das mal nochmal. Denn die andere Entscheidung bringt hier nämlich dazu, etwas positiver mir zu folgen, sage ich mal, im weiteren Verlauf. Weiß den Jungen zurecht. Ja, ich weiß ihn zurecht. Den guten Mann brauche ich nämlich unbedingt. Das wäre nicht verkehrt. Sonst mache ich mir unnötig das Leben schwer. Man hat den Teil davor auch schon mit ihm zusammen gekämpft, sage ich mal, da im Weltraum. Und der war echt nicht schlecht. Er hat's nicht verstanden. Ganz schön Er hat's nicht verstanden. So. Manchmal muss man halt anders angehen. Die Kilrathi haben zurzeit denselben Feind wie wir. Wenn wir für sie einen Kampf gewinnen, ist das auch ein Sieg für die Grenzwelten. Na gut. Sie sagen mir, wohin ich schießen soll, und ich drücke ab. Danke, Hawk. Ich zähle auf Sie. So wie früher. Das war doch Hawk, oder? Im dritten Teil. Der auch mit da von der Partie war. Ich meine ja. Da gab es diesen Jungspund da mit der Excalibur, der den Prototypen angebracht hat. Naja, wie auch immer. Nochmal mit Malek quatschen. Das drücke ich dann weg jetzt hier. Weil das hatten wir ja schon gesehen. Genau wie das andere auch. Zup, zup, zup. Viel dürfte dann jetzt auch nicht mehr kommen. Flyers hat nix. Eisen geht jetzt erstmal, glaube ich. Irgendwie so war das. Es wäre doch am besten, wenn wir diesen Maniac mit einer Maniac wieder kennen. Sir? Danke. Immer Maniac. Es ist soweit, Colonel. Ich fliege ab. Persönliche Zustellung. Ich halte das für das Beste. In den vielen Jahren, die ich bei diesem Verein war, habe ich ein paar Kontakte zu hohen Tieren knüpfen können. Sobald die Konföderierten das gesehen haben, wissen Sie, dass freilaufende Ratten unter Ihnen sind. Können Sie ihnen trauen? Mir bleibt keine Wahl. Die Männer, die ich kenne, haben Einfluss im Rat. Das ist unsere einzige Chance, den Kriegsausbruch zu verhindern. Captain? Da ist eine Übertragung für Sie. Ah, Vize-Admiral Wilford. Sicher kennen Sie diesen Mann. Er ist während meiner Abwesenheit der Captain der Intrepid. Guten Tag, Colonel. Ich wollte Sie schon immer mal kennenlernen. Colonel, alles okay? Ja, es geht mir gut, Admiral Wilford. Sie waren doch bei der Konföderation. Ja, 40 Jahre. Ich kam in die Grenzwelten, um mich zur Ruhe zu setzen. Die Grenzwäldler haben mich davon überzeugt, wieder zu arbeiten. Ja, das kenne ich, Sir. Sie werden alle Ihre Einsatzziele mit Admiral Wilford besprechen. Er ist ständig unterwegs. Ein Glück, dass er gerade in diesem System ist. Da fällt mir ein, Admiral, was geschah mit der Truppe Marines, die Sie schicken wollten? Man hat sie im Lennox-System gebraucht. Sie wissen ja, wir haben kaum Ressourcen. Sie müssten bald dort sein. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Der Admiral hält wohl nichts von langen Abschieden. Ich mache mich auch auf den Weg. Ich komme später wieder. Oh, nehmen Sie Ihre Hände weg. Wer war das? So ein Idiot. So deppert im Kopf. Oh Mann. Kann man sich nur im Kopf fassen. Aber gut gespielt. Kann man nicht sagen. Viel Glück, Sir. Ebenfalls, Colonel.
Ich wünsche es euch allen. Erstmal alter Windows 95 Sound drin. Ja, war gut gemacht. Erstmal auf Reise. So episch, diese Special Effects, ich mag das voll. Das ist echt schon genial. Ja. Für die Zeit, wo das damals rauskam, war das richtig geil. So. Ja komm, eine Runde machen wir noch hier und dann beende ich diesen Part. Sind alle da? Dann fangen wir an. Ich werde während Captain Eisens Abwesenheit mein Bestes tun, um alles am Laufen zu halten. Falls Sie Vorschläge oder Beschwerden haben, kommen Sie damit zu mir. Meckern Sie nicht hinter meinem Rücken. Aber ich allein werde die endgültige Entscheidung treffen und dafür die Verantwortung tragen. Verstanden? Yes, ja, Sir. Natürlich, Colonel. Es ist schön, dass das geklärt ist. Vor uns liegt keine einfache Aufgabe. Wir haben gerade das Pasqual-System erreicht. Malek hat die Meldung erhalten, dass einer der Kilrathi-Planeten, Pasqual 10, angegriffen wird. Von Jägern, die die Abzeichen der Grenzweltenunion haben. Wir wissen natürlich alle, dass sie nicht von Grenzweltpiloten geflogen werden. Ich glaube, dass auch diesmal wieder eine abtrünnige Gruppe von Konföderierten dahinter steckt. Die Kampfzonen befinden sich bei diesen drei Navigationspunkten. Ich werde sie mit zwei Flügelmännern säubern. Aber passen Sie auf, sie fliegen mit Schiffen, die wie unsere aussehen. Wir wollen auf keinen Fall Verluste durch Eigenbeschuss. Tja, das war alles. Wegtreten. Jo. Pass auf, dass nichts schief geht. Diese Mission sollte kinderleicht sein. Das ist natürlich die Frage. Aus wieder hier. Was ich da für einen Flieger nehme. Der ist zwar scheiß robust, aber mit Torpedos kann ich da nichts anfangen. Er hat viele Raketen. Es bleibt eigentlich immer nur eigentlich die Frage zwischen dem und dem hier, weil der hier ist im Vergleich zu dem hier kacke. Auch wenn er ein bisschen mehr Raketen hat. Es gab ja die eine Mission, da musste ich den nehmen. Tja. Ich nehme den hier und dann ist gut. Ja, komm, Hawk nehme ich auch noch mit. Das ist Misch. Zwar auch ziemlich aggressiv der Typ, aber der kann was und dementsprechend kann man den gebrauchen. Auch in den Kampf hier. Feinde, um Zielschießen zu üben. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Lösen und feuern. Die mache ich fertig. Ja, dann hauen wir rein. Feindziel zerstört. Toll. Schön dran vorbeigeflogen. Bam. Super Schuster. Da brennt er! Ja, die geilsten Sprüche überhaupt. Ja, da brennt er. Feindziel zerstört! Ja, da brennt er! Oh, Primate hat aber einen weggekriegt. Schadensmeldung geben! Ich fürchte, mein Schiff explodiert gleich!
Das trauen sich wohl nicht hierher, Colonel. Das Radar zeigt nichts an. Fliegen wir weiter. Ich schick ihn mal nicht zurück, weil sonst wird's für mich nachher auch brenzlig. Ich hab die Schwierigkeitsgrad wieder angehoben. Wir haben Gesellschaft! Lösen und feuern! Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Lösen und feuern! Die mache ich fertig. Mein Ziel zerstört! Nochmal. Oh. Ja, da brennt er! Damn. Schadensmeldung geben! Ich fürchte, mein Schiff explodiert gleich! Schadensmeldung geben! Ja. Ich fürchte, mein Schiff explodiert gleich! Die trauen sich wohl nicht hierher, Colonel. Das Radar zeigt nichts an. Fliegen wir weiter. Schadensmeldung geben! Keine Probleme, Colonel. So. Genügend Feinde, um Zielschießen zu üben. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Soweit ich weiß, gibt's das dreimal und dann ist das hier schon Lösen erledigt. Und feuern. Die mache ich fertig. Irgendwie auf dem Weg zu diesem Planeten, zu diesem Karasi-Planeten. Das muss man verhindern. Feindziel zerstört. Die wollen von diesen Avengers da ordentlich Verwüstung anrichten. Mission abgeschlossen. Ja, da brennt er. Hoffentlich kommt er aussteigen. Denn wenn wir jetzt Primate verloren haben, sollten wir das nicht so schön. Schauen wir mal, ob wir den aufgelesen haben, dann ihn später wieder einsetzen können. Was sollte der Fall sein? Hey, es verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Ich höre, die Kelrathi auf Pasqual 10 haben einen neuen terranischen Helden. Ausgezeichnet, die können jetzt landen. Mission geglückt, würde ich sagen, ne? Ja, schon nice, wie man so eine alte SVGA-Grafik hier auf über 1080p hochjubeln kann, ne? Sieht sehr brauchbar aus. Also, das ist ein Vorteil, dass die Desktop-Auflösung nutzt bei der GOG-Version, kann man echt nicht meckern. Das ist eine geile Sache. Und, beenden wir doch hier diesen Part erstmal. Bis dann.